Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Wie heißen denn die letzten christlichen Komödien, die du kennengelernt hast? Jetzt fällt mir gerade gar nichts ein. Wie heißen es? Super 2, oder? Super 2. Wie hießen die früher? Super Nimm 2. Nimm 2, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ja, und Nimm 2 sind die letzten. Und? Das, wie lange ist das großen, her? 20 Jahre. Siehst du? Und das, ich meine, da ist auch irgendwas im Busch, also dass die Christen halt irgendwie keine Freude mehr haben. Die sollen nicht mehr lachen. Richtig, und, richtig. Ja. Ja, jetzt sagst du es ja. Jetzt habe ich es ja selber gesagt. Offenbarung, jetzt hast du es so mal. Raus vom Schlaf. Es gab irgendwann mal noch von Lothar Kosse, die Frau hat mal die Mütter gemacht. Ja, kenne ich. Also habe ich nie angehört, aber ich weiß es ja. Ja, genau. Weiß nicht, ob das lustig war. Ich habe mir jetzt was überlegen und Michi, du hast da großen Anteil dran gehabt. Und zwar hast du mir eine Open Stage oder ein Open Mic weitergeleitet, dass ich da mal hingehen soll. Und ich habe den Ruf gehört, Michi. Ich gehe jetzt da hin und ich mache da eine Comedy-Show für 10 Minuten, habe ich mir jetzt überlegt. Ja, und wo ist das und wann? Also das ist in Nürnberg. Ja. Wo es genau, ich habe mich auch nur nicht angemeldet und ich muss auch tatsächlich. Und das ist auch schon vorbei, oder was? das auch. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ja. Aha. Aber ich habe das wirklich vor, man, unter Comedians, weil ich höre andere Podcasts auch, wo Comedians dabei sind, ist die scheitern, die nennt man die Bomben. Ah, okay. Mhm. Die platzen vielleicht noch. Richtig, genau. Und ich dachte mir, ich will es einmal in meinem Leben probiert haben, ob ich lustig bin, weil. Man hat ja immer so Selbstwahrnehmung, wo man denkt, also man ist doch der lustigste Mensch der Welt. Und dann, wenn man es irgendwie gezwungen aufzeigen muss. Und geplant auch. Ja. Geplant lustig sein ist ganz schwierig, finde ich. Und nicht jeder, Michi, kriegt so ein Kompliment, dass du ein Kabarettist sein solltest. Und ich wollte dich da jetzt einmal mit fragen. Jetzt, Achtung, ja? Hättest du nicht Lust? Also wir müssen ja da was dagegen tun, gegen die Christenheit. Mhm. Gegen die Christenheit. Also gegen die tröde, schnöde Christenheit. Ja. Hättest du da nicht auch Lust? Also das sind 10 Minuten, vielleicht 11. Also natürlich, ich hätte riesengroße Lust, aber es ist nicht so einfach. Ich erinnere nur an unser Traudl-Kuschinski-Quartett. Das stimmt allerdings. So geplant lustig sein ist nicht einfach. Ja, aber so einfach aus Zwecks der Gaudi, du hast ja jetzt auch ein Alter überschritten, da lebt man nicht mehr viel. Ja, stimmt. Das ist egal. Aber das ob sie jetzt hier von der Bühne tragen oder aus dem Altersheim rausfahren, das ist ja dann auch schon egal. Ne? Aber das wäre lustig, Michi, wenn du jetzt da live am Podcast zusagst und wir dann, sagen wir mal, im Sommer irgendwann, wann das wieder kommt. Kommt das wieder? Oh, ich habe mal Angst. Weil das ist, also das ist jetzt das zweite Mal, kommt jetzt im März, wir nehmen das gerade im März. Ist das dann christlich oder allgemein? Das ist christlich, extra für christliche Künstler und da wollte ich mal sagen, wer zum Beispiel in der Urban Life oder Gospel Forum oder wo auch immer ihr das hört, ich finde das ein sehr gutes Konzept, eine Open Stage zu machen für Künstler. Müsste jetzt eine Comedy sein, ich glaube in Nürnberg ist es egal, was du machst. Ach so. Kannst du auch live stricken und dann nach 5 Minuten zeigen, was du gestrickt hast. Mhm. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ja, Michi, und jetzt warte ich auf deine Antwort, ob du nicht Lust hast. Weil, also nicht, dass wir das zusammen machen, sondern jeder von uns alleine. Ach so, ich alleine. Ja. Du hast dich auch schon vorbei angemeldet. Ach, ich habe ganz vergessen, Anmeldefrist ist nicht so meins. Aber dass man, also dass jeder von uns wirklich das alleine machen würde. Mhm. Ist auch fast leichter als zu zweit. Ne? Zu zweit ist wahrscheinlich schwierig, ist wirklich schwierig. Und dann mal schauen, ob das funktioniert. Ich fände es lustig auch halt, dass dann die Leute hier live mit dabei sind, die hören es jetzt und dann, keine Ahnung. Aber was man auf, also man muss ja gar nicht, also pass auf, man könnte auch was anderes machen als lustig sein. Ja, hast richtig. Du ja gesagt. Also ja, man richtig. Könnte jetzt zum Beispiel Poetry Slam machen. Zum Beispiel könntest du auch machen. Ja, da hast du ja deinen Angst-Poetry Slam. Da habe ich doch noch einen. Aber das ist ja jetzt genau das, was wir nicht wollen. Ja, wir wollen ja was machen. Ja, keine Angst, wir wollen über Freude machen. Ja, richtig. Aber wärst du jetzt da verbindlich, wärst du da dabei, Michi? Jetzt im Sommer, da ist ja ein großes Familienfest bei uns. Ich weiß es ja nicht, wann das jetzt genau ist. Im Winter. Also ich mache eine Woche einmal vorher und dann erzähle ich dir, Michi, den Joke kannst du jetzt nicht bringen. Ja, der wäre ich ja dann dotten, wenn du das machst. Natürlich, als der erste Fan. Aber ich weiß halt, also ich sag zu 90% zu. Geht es? Ich schreibe es mir mal auf, 90%. Prozent. Lieber Hörer, schreib uns mal, ob der Michi noch die 10% voll
vollfüllen soll auf Instagram. Und weil es soll halt nicht so auch peinlich sein. Aber das wäre ja das Lustige. Und wir müssen es halt filmen oder irgendwie aufnehmen, weil dann würde man es hier im Podcast zeigen. Und vielleicht dann auch noch selbst. Überall halt. Ich meine, das geht ja dann von selber. Ja, klar. Da brauchen wir uns gar nicht drum kümmern, um die Verbreitung, wenn es gut ist. Richtig. Oh. Richtig. Und wenn's richtig, oder wenn es richtig peinlich ist. Ja, richtig. Ja, da machen wir das, Michi. Das ist schon eine Verlockung, du. In meinem Alter noch. Also 90% sind 90, genau. 10. In meinem Alter noch 90. Ja gut, da freue ich mich drauf. Jetzt machen wir mal eine richtige Abmoderation heute mal. Also, liebe Freunde, wenn ihr das hören wollt, unser so vermeintliches Comedy-Programm, das wir noch schreiben müssen und weil wir denken, wir sind lustig. Schreibt uns halt mal vielleicht auch, welche Themen wir machen. Ich habe mir nämlich schon überlegt, Michi, man kann ja eigentlich die Podcast-Themen abklappern. Also ich habe mir schon überlegt, Gotteskarte, die zieht. Das ist ja lustig, das kannst du nehmen. Oder ich weiß nicht, ich habe mir da schon viel Gedanken gemacht, Michi. Da freue ich mich schon drauf. Also dich dann auf der Bühne zu sehen, Michi, das freue ich. Also die 10%, die schaffen wir auch. Im Sommer bin ich ja schlank. Auch noch, dass es auch gut ausschaut, wenn ich da oben bin. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.